Ja, hallo zusammen, willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchten wir uns einmal Tag Protocol anschauen und das ist die neueste Innovation im Bereich NFT. Wenn ihr schon länger im Bereich Kryptowährungen unterwegs seid, dann wisst ihr sicher, was NFT bedeutet. Das ist der neue Hype im Bereich Kryptowährungen und ja, NFT steht für Non-Fungible Token und ja, Non-Fungible bedeutet, dass dieser Token einzigartig oder einmalig ist und nicht durch was anderes ersetzt werden kann. Also Bitcoin zum Beispiel ist ersetzbar durch ein anderes Bitcoin. Also wenn ihr jetzt ein Bitcoin gegen einen anderen Bitcoin austauscht, dann habt ihr genau das Gleiche. Und beim NFT habt ihr eben was Einzigartiges, wie zum Beispiel eine einzigartige Sammelkarte, die nicht ersetzbar ist. Ja, also wenn man jetzt diese Karte gegen eine andere eintauscht, dann bekommt man etwas völlig anderes. Ja? Und ja, NFTs können wirklich alles sein, alles Digitale. Das können Zeichnungen sein, es kann Musik sein, es kann euer Gehirn als Download sein und in künstliche Intelligenz verwandelt. Ich übertreibe jetzt mal. Und ja, jeder kann ein NFT erstellen. Ja? Ihr könnt auf OpenSea gehen, das ist so eine Auktionsplattform für NFTs. Da könnt ihr ein JPEG-Bild hochladen und das Ganze als NFT anlegen und auf der Auktion verkaufen. Und das bekannteste Beispiel für so einen Verkauf von digitaler Kunst ist wahrscheinlich die Beeples-Collage, die für 69 Millionen US-Dollar über den Tisch kam. Also das ist echt unglaublich, was hier möglich ist und welche Summen sich hier bewegen in diesem NFT-Bereich. Ja? Und die neueste Innovation, wie schon gesagt, ist Tag Protocol. Und mit Tag Protocol haben wir die Möglichkeit, einen eigenen Hashtag, also einen Hashtag, der auf sozialen Medien verwendet wird, wie zum Beispiel auf Twitter, in ein NFT umzuwandeln auf der Blockchain. Und ja, und damit Geld zu verdienen. Also dieser Hashtag verdient Geld für uns. Ja. Wie es genau funktioniert, erzähle ich noch. Also es gibt immer noch sehr viele Menschen, die nicht wirklich verstehen, was Hashtags sind und welche Vorteile solche Hashtags haben und wie man sie verwendet. Aber ich möchte mit der Definition des Hashtags beginnen. Und das können wir alles auf Wikipedia lesen. Ein Hashtag zusammengesetzt aus Englisch Hash für das Schriftzeichen Doppelkreuz, ja, und Englisch Tag für Markierung ist ein mit Doppelkreuz versehenes Schlagwort, das dazu dient, Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen. Ja. Man klickt also auf den Hashtag Bitcoin meinetwegen und bekommt alle Beiträge angezeigt, die mit dem Thema Bitcoin zu tun haben. Ja, und man verwendet diese Hashtags ja auf Twitter, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, ja, Tumblr, Pinterest und so weiter. Bis jetzt konnte aber niemand so ein Hashtag besitzen. Und dies wird sich mit Tag Protocol ändern. Mit Tag Protocol kannst du ja sozusagen ein Stück Internetgeschichte besitzen. Ja? Wie funktioniert das Ganze? Du suchst dir ein Hashtag aus. Ja, einen bestimmten Hashtag auf Twitter aus und ja, du kannst nachforschen, du kannst Recherche betreiben, welche Hashtags am beliebtesten sind. Denn je beliebter dein Hashtag, desto mehr wirst du verdienen, aber dazu kommen wir noch. Und ja, man könnte recherchieren, was momentan im Trend ist. Ich denke, alles rund um Corona, ja, ist jetzt bestimmt ziemlich, ja, angesagt will ich nicht sagen, aber wird ziemlich oft verwendet. Und ja, was Krypto anbelangt, ja, Dodge macht da viele, ja, sorgt für viel Aufsehen. Dodge könnte ein guter Hashtag sein. Ja, und ja, man sollte mit Bedacht auswählen, denn je beliebter der Hashtag, desto höher die Belohnung. Im zweiten Schritt registriert man das NFT auf der Binance Smart Chain, ja, und bekommt
einen einmaligen NFT. Ja? Also den Hashtag als NFT auf der Binance Smart Chain. Das war's. Also man hat jetzt einen einzigartigen NFT geprägt, sozusagen. Gemintet, sagt man auch im Englischen. Ja? Und ja, dieser NFT gehört dir, bis du dich entscheidest, diesen zu verkaufen. Ja? Ja, sobald das Staking dann losgeht, das wird in ungefähr 85 Tagen stattfinden. Heute ist der 28. April. Und ja, der offizielle Countdown läuft auf techprotocol.com. Und ja, sobald das Staking anfängt, bekommt man stündlich sogenannte Tech-Coins als Belohnung. Ja? Und je besser dein Hashtag abschneidet, desto mehr Tech-Coins bekommst du aus diesem stündlichen Pool. Ja? Was kann ich mit diesen Tech-Coins anfangen? Man wird sie über eine Exchange, über eine dezentrale Exchange, das ist so eine Kryptowährungsbörse, die dezentral ist, verkaufen können. Ja, man wird die verkaufen können, und zwar gegen BNB, also den Binance Coin, oder BUSD, das ist der Binance Stablecoin, wenn ihr das nicht wisst. Und man könnte auch als Liquiditätslieferant fungieren und ja, dem Trading-Paar Tech-BNB Liquidität zur Verfügung stellen. Ja, in Tech-Coins oder in BNB-Coins. Ja. Ja, man nutzt den Preisunterschied aus und handelt eben mit den Tech-Coins. Es wird eine Auktion geben, wo man seine Hashtags wieder verkaufen kann. Das heißt, wenn dein Hashtag jetzt richtig gut performt, ja, richtig viel Traffic generiert, dann wird es andere Marktteilnehmer geben, die diesen Hashtag kaufen wollen. Und ja, diesen verkauft man dann über die eigene Hashtag-Auktion. Ja, man stellt den Preis ein und ja, wartet auf einen Käufer. Man kann also untereinander seine NFTs verkaufen. Der Tech-Coin läuft auf der Tech-Chain, das ist ja, die hauseigene Kryptowährung des Tech-Protokolls. Ja. Hat eine begrenzte Produktionsrate und ein begrenztes Angebot. Und ähnlich wie bei Bitcoin oder Ethereum wird die neue Produktion ja, regelmäßig halbiert. Und das Ganze findet jedes Jahr statt. Also jedes Jahr wird die neue Produktion um 50% reduziert. Also bei den Bitcoin-Halvings ist es ja immer ungefähr 4 Jahre. Und hier wird jedes Jahr um 50% reduziert. Ja. Das Angebot wird reduziert, die Nachfrage steigt und somit sollte der Preis von Techcoin nach oben gehen. So. Ja, die Technologie hinter Tech Protocol, es ist ein Smart Contract, der auf der Binance Smart Chain läuft. Alle Transaktionen werden automatisch ausgeführt. Es gibt keinen Dritten oder einen Admin oder einen Chef, der das Ganze hier ja, managen kann oder eingreifen kann. Ja. Es wird alles dezentral über ein Smart Chain, über ein Smart Contract reguliert. Und du hast 100% Kontrolle über dein Geld. Ja. Alles auf der Blockchain, alles ja, öffentlich. Und ja, das ganze System nennt man ein DAO. DAO steht für Decentralized Autonomous Organization. Also in einfachen Worten ist es eine Organisation, die von Computercode und von Programmen ausgeführt wird. Ja, hier werden verschiedene Technologien verwendet. Binance Smart Chain habe ich schon mehrmals erwähnt. Solidity, das ist der Code, in dem das Ganze geschrieben wurde. Der Preis Oracle wird von Chainlink gemanagt. Datenablage von The Graph. Und ja, Non-Fungible Token, das ist eben die Bezeichnung von diesem Token. Und diese Tokens, die kann man übrigens alle auf der Blockchain sehen. Ja, jeder Hashtag hat eine Nummer und hat auch eine einmalige Transaktion. Ja.
auf dem Smart Contract. Das Ganze hat ein Empfehlungsprogramm, ein Empfehlungssystem, das heißt, man kann den Kauf von NFTs ja, weiterempfehlen und dafür Provisionen bekommen. Und zwar werden Provisionen in unbegrenzter Tiefe auf der Blockchain bezahlt. Ja. Und man erhält den Bonus sofort, also in Echtzeit, direkt auf die Wallet, ja, auf die Krypto-Brieftasche. Und ja, das Ganze wird eben von dem Smart Contract ausgeführt. Das Wichtigste, was man beachten sollte in diesem Empfehlungsprogramm, ist der eigene Rang. Ja? Und je mehr Umsatz man generiert, desto höher der Rang und desto höher die Provision. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 500 Hashtags in meinem Team habe, und das ist egal, ob in erster Ebene, in zweiter, in dritter Ebene, dann werde ich Rang 5 und im Rang 5 habe ich 45% Provision. Ja? Und wenn ich jetzt unter mir jemanden habe, der Rang 3 erreicht hat, mit 100 Hashtags im Team, dann hat er 35%. Ich bekomme also die Differenz zwischen 45 und 35, was 10% ist, von allen seinen oder ihren Verkäufen. Ja. Also die direkten Provisionen sind immer 25%, da gibt es keine Voraussetzung dafür, aber die Differenzprovision ist immer dein Rang minus der Rang von deinem Partner. Ja. Ja, zum Schluss kann man noch sagen, Tech Protocol ist das erste einzigartige datengesteuerte NFT. Und ja, tägliche Belohnungen basieren auf der Leistung oder auf der Performance der Twitter-Hashtags. Du besitzt quasi deinen Miner. Das kann man mit einem Miner vergleichen. Und ja, und der generiert für dich tägliche, sogar stündliche Vergütungen. Ja, alle Transaktionen werden durch einen intelligenten Vertrag bzw. Smart Contract ausgeführt. Man hat ein inflationäres Token-Ausgabemodell, was ja, was die Menge der Tokens begrenzt. Und es gab keinen Vorverkauf, das heißt, es gibt gleiche Chancen für alle. Und der TechCoin sollte oder soll als Wertspeicher fungieren. Ja. Um einen Hashtag zu kaufen, muss man eine Binance Smart Wallet haben. Ja. Wenn ihr ja, den Desktop-Computer benutzt, dann ist es empfehlenswert, sich so ein Binance Smart Wallet zuzulegen. Das ist ein Google Chrome Add-on. Den Link findet ihr hier. Und ja, wenn ihr das Ganze auf dem Handy betreiben wollt, dann ist Token Pocket die beste Empfehlung. Das ist ja meine Lieblingswallet. Funktioniert einwandfrei. Und so sieht das Ding aus. Ja. Ihr stellt einfach die Wallet oder downloadet die App im App Store oder Google Play Store. Dann packt ihr da BNB drauf. Und zwar die BSC-Variante. Also wenn ihr zum Beispiel auf Binance BNB auszahlen möchtet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal BEP2 und BEP20. Also BEP20 ist eben die Binance Smart Chain. Ja. Und dann packt ihr die BNBs auf die Token Pocket App. Ja. Und dann geht ihr in den Browser. Also ganz wichtig, die Wallet muss einen integrierten Browser haben. Das ist die einzige Möglichkeit, hier teilzunehmen. Es bringt euch nichts, wenn die BNBs auf Exodus meinetwegen liegen. Ja? Die Wallet muss einen integrierten Browser haben, wie zum Beispiel Token Pocket. Also hier geht ihr auf Discover und dann gebt ihr den Link in die Adresszeile ein. Und dann müsst ihr bestätigen, dass ihr mit Token Pocket euch anmeldet. Und dann gelangt ihr schon auf die Registrierungsseite. Und da seht ihr die Adresse von eurem Sponsor. Stellt sicher, dass die Adresse stimmt und dann bestätigen. Dann geht ihr auf Register Hashtag, also Hashtag registrieren. Ihr sucht nach eurem Lieblingshashtag und wenn hier steht available, das heißt verfügbar, dann geht ihr auf Register Now und ja, und somit habt ihr, ja, dann müsst ihr nochmal die Transaktion bestätigen auf der Wallet und dann habt ihr euren Hashtag. Genau, die Hash wird dann angezeigt und das war's. Dann könnt ihr nochmal unter My Hashtags könnt ihr nachschauen, welche Hashtags ihr besitzt. Und wenn ihr das Ganze mit Freunden teilen wollt, dann geht ihr auf Refer and Earn und da bekommt ihr euren,
Ja, Affiliate Link. Okay. Gut, das war's auch schon. Das war die Übersicht zum Thema Tag Protocol. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne in unsere Telegram-Gruppe kommen, Tag Protocol Global. Und ja, könnt da eure Fragen stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.